Josie, das sind unsere Coin! Hey, Josie! Das ist unsere hier! Fettzeug! Und unsere Coin! Fettzeug! Weg! Hot ab! Hot ab! Hot ab, der Schmalzfliegen! Hot ab, sonst gibt's saures Gras! Hat's die Fliege! Hat Fettzeug! Müffler! Yes! Das ist unsere Wir! Hot und ab! Bahnhof. Komm, Schuhe, gehen wir. Hey, Tore, du Arme! Auf Groschen! Ach ja, dann probier's doch mal. Aber die nehme ich mit. Gloria! Schwierigkeiten. Das ist ein fremdes Revier. Trotzdem habe ich die Kappe gefunden. Wir können sie teuer verkaufen. Trotzdem hast du uns in Schwierigkeiten gebracht. Du hast mir versprochen, dass du auf mich aufpasst. Das war der einzige Platz, wo wir Kohlen hätten finden können. Wir haben sowieso zu wenig. Und wo sollen wir jetzt welche finden? Müssen wir halt weitersuchen. Ja, wo denn? Ja, da auf den Schienen. Da auf den Schienen. Und wenn die bösen Jungs wiederkommen? Ist mir doch egal, ich kann eh schnell laufen. Ich habe aber nicht so gute Schuhe wie du. Mir doch egal. Hä? Hey, schau mal, cool. Du Clemens, ich glaube, das dürfen wir nicht. Hey, Rotzbub, schaust du, dass meiner kommt? Was ist da? Lauf! Verschwitzt! Nichts fladern! Was ist los, Mal? Du wirst doch keine Schwierigkeiten da kriegen mit den Plätzen. Komm schon, Joel! Warte! Lauf! Gehen wir! Und wenn ich in 5 Minuten vorbeikomme, dann ist das Klumpen weg, sonst schickst du mir den Chef gleich auf die Wache. Hey, Franz! Franz, ich geh an um. Joy, komm, schneller! Thank you.
Komm, Florian, lass uns gehen. Die holen wir uns morgen. Das geht jetzt doch. Halt mich heraus! Sauerkraut. Sauerkraut, na bitte, da hört er nicht mit Sauerkraut. Soll man einen Kupf machen oder na, was man so? Na, genügt schon. Na gut. Brauchen nicht so viel. Aber aufpassen dann, was kommt. Ach, was ist denn da? Entschuldigen Sie die Buben da, die sind ein bisschen. Ah, gut. Ist ja gut. Die Kreuzer. Ja, danke schön. Na, Dere. Hallo. Ich hätte gerne ein paar Erbsen, bitte. Erbsen? Wie viel sollen sie sein? Na ja. Halt. Ein paar. Was sind ein paar? Drei, vier, zehn? Ja. Na was jetzt? Drei oder bist du mehr? Eine vierte? Geht? Na sicher geht es. Den Korb bringst du mir wieder. Danke. Und jetzt her mit den Münzen. Kann ich das morgen zahlen, bitte? Wie stellst du das vor? Das geht nicht. Das bitte? Einzige, was es gibt, sind vom Gilet die Ärmel. Warum nicht? Nein, nicht. Ich hab selber bitte, nichts. Bitte, ich zahle es ja eh morgen. Ich brauche gerade für die Herrschaft. Ein Kraut für die Herrschaft. Gesindel. Bettler. Bitte schön, ein Kraut. Darf es ein bisschen mehr sein? Ja, ja, gib nur drauf. Die Monika macht heute ein Gansel für die Herrschaft. Ja. Die kommen heute zum Silvesteressen. Ja. Das wird ganz was Besonderes. Du was? Ach ja, Silvester. Genau, gerne, Silvester. Warum hast du mir nichts gegeben? Entschuldigung, mein Schatz, lass dir überall deine Uhr waschen. Ha? Strotter, überall haben sie ehrnere Ohren. Macht fünfe. Willst du wissen, warum es dem Bettler nichts gibt? Sie hat ja gar nicht bettelt. Sie wollte ja eh morgen zahlen. Das kann man jetzt zeigen, wie man will. Aber ich sehe das so. Ja, dann siehst du es halt so. Aber was, Kleine? Sonst kommen die anderen, die vielleicht gar nicht betteln müssten, und denen müssen die dann auch was geben. Aber sie hat ja gar nicht gebettelt. Sag mal, was ist mit deinen Schuhen? Ein bisschen zu groß, was? Das sind die Schuhe von meiner Oma. Und die Oma rennt jetzt mit deinen herum? Oder lass es bei der Küche bloß ein paar durch den Schnee rennen? Die Oma ist da oben. Entschuldigen. Tut mir leid. Ich glaube, mir ist mein Hirn eingefahren schon. Aber die geht mir auch schon ab, die Oma. Mir auch. Dresdig, sie ist immer noch da. Da drinnen im Herzen. Wie geht es so beim Willi, beim Onkel? Im Schmied sein Köller. Wie viel hat denn der Eipfirch da unten, der Hallaudri? Ich weiß nicht, aber es ist ziemlich voll. Sauft er noch recht, der Onkel Willi? Ja. Joey! Kommst du mit mir zum Heustadel spielen? Komm schon! Ich komm schon! Kitty! Wart! Da komm her. Da schon her, Mann. Da, nimm dir die paar Erbsen. Warte, ich kann sie gleich zahlen. Da, die habe ich am Bahnhof gefunden. Warte, Joey. Vierte Bauer. Ein schönes nächstes Jahr. Hier zu, wirf noch. Hallo, hallo, hallo. Tut mir leid, ich war gerade im Gedanken. Sie sollten mehr an Zink denken. Wir waren das. Ich habe gerade dran gedacht, dass alles in den Griff. Wir haben da nämlich eine Runde, wo wir alles Mögliche diskutieren. Außerdem habe ich mir da was einfallen lassen. Ja, ja, das kennen wir, das haben Sie mir letzte Woche auch schon erzählt. Da, schauen Sie her mal. Sehen Sie das Fenster da? Sehen Sie das? Das Fenster? Ja, davor. Na wie? Ja, das Eis! Ich komme wieder zu 50 Leute herbringen, die ihren Schlafplatz beziehen. Ohne, dass ich die Tür zu machen muss. Ohne Anhang. Wo ist meine Miete? Geben Sie mir noch einen Tag. Oder so viel zwei, ist auch nicht, was oder? Du zahlen musst. Ich muss auch hackeln für mein Geld. Was mache ich mit denen? Sagen Sie mir das. Geben Sie mir noch einen Tag, vielleicht zwei oder so. Das Spiel ist so böse. Du einmal glücklich, hier kriegst du das Haus. Ich weiß was Besseres. Komm uns mit.
bitte kann, werde ich dir zu machen. Danke. Danke, Joey. Hey, Joey! Now what? You want me out? Hallo, Chui. Hallo, Anna. Es gibt, man singt dann wieder die Oma das Lied. Aber du weißt doch, dass sie uns es nicht mehr vorsingen kann. Weil sie weg ist. Genau, aber wo ist sie immer noch? Ist die Oma da drin? Genau, die Guten bleiben hier drin und die Bösen werden vergessen. Genau. Willst du, dass ich es dir vorsinge? Ja. Die Nacht webt ihre Träume ins Morgenrot. Deine Tod sind tot. Ich möchte die Nacht soll weichen in den Tag. Die Hand will ich dir reichen, wie ich's vermag, vermag. Lieb Sonne, schenk deine Wärme und wärm auch mich. Da oben wachen die Sterne und schützen dich und mich und mich. Na, wenigstens sind unsere Herzen jetzt warm. Hat's dir gefallen, Anna? Ja. Viel besser als die Oma. Mei, Joey, glaubst du, hat dein Onkel irgendwas zum Essen für uns? Ich darf das ja morgen zahlen. Nein, aber ich hab noch was. Da, die hat mir der Bar gegeben. Das kann ich nicht annehmen. Warum nicht, Mama? Wir haben doch Hunger. Nimm sie nur, bitte. Schau, ich hab eh noch eine. Hören Sie, ich habe da eine Lösung für unsere Probleme. Da bin ich aber gespannt. Die Kleine. Joey. Was ist mit der? Die braucht eine Familie. Und? Und ich brauchst Geld. Müssen wir jetzt antrauen, oder was? Antrauen? Wie heißt das? Veradoptieren. Einen Tag gib ich dir. Bis morgen hast du mir die verkauft und da habe ich nichts gehört von dem Blödsinn, was du mir gerade gesagt hast. 18er bezahlt, 10er schuldest du mir. Jetzt kannst du das ausrechnen. So, und jetzt? Putz dich. Danke. Sag, Skina, wo ist die Joey? Du deugerts Ding! Das, so hab ich mir das. So hab ich mir das wieder vorgestellt. Den ganzen Tag herumfleckeln und nicht da sein, wenn man sie braucht. Und dann taucht sie endlich einmal auf. Und was richtet sie dann an? Ja, schau dir das an. Woher hat sie die? Hm?
Wo hast du die gestohlen? Was? Nirgendwo. Ich will wissen, wo du die gestohlen hast. Sag, willst du mich ins Gefängnis bringen? Ist es das, was du willst, damit du mir endlich los bist? Du undankbares Geschöpf! Red jetzt! Das war ein Geschenk vom Bauern. Welcher Bauer schenkt dir eine Kartoffel? Der Freund von der Oma. Die Oma. Der alte Drache hatte keine Freunde. So, den Erdapfel behalte ich. Und du gibst die Schwefelhölzel auf und verkaufst sie. Wie jetzt? Ich wollte... Keine Widerred! Heute verkaufst du diese Schwefelhölzer. Oder gnade dir Gott. An wen? Das interessiert mich nicht. Und wenn du kein Geld noch rausbringst, du dann... schlage ich dich tot. Wie viel kostet denn eins? Ich hab die Hölzer für 18 bekommen, ich will das Doppelte. Also rechne das aus. Das verschwindet. Aber niemand bezahlt so viel für Schwefelhölzchen. Obhauen sollst du, du undankbares Gewürm! Schau, dass du weiterkommst. Und trocken's, bevor du das verkaufst. Was will sie denn? Ernst, hast du einen Kohl für mich? Ja, du hast einen Kohl. Ja. Und der Rotkakao her. Ja. Na? Was ist denn, Mao? Nix. Sag schon, irgendwas ist da. Na sag, was willst du? Die Schwefelhölzchen sind nass geworden. Kannst du mir die trocknen? Schwefelhölzer? Zeig her mal. Na sicher. Ich leg's im Kessel. Soll ich die Erbsen auch gleich dazulegen? Nein. Du hast das schon noch, oder? Nicht, dass sie die Buben weggenommen hätten. Ja, ich hab sie versteckt. Na, dann passt's. Tschui, komm, das ist zu gefroren. Komm schon. Na, renn schon, bevor der Teich auftaut. Ja, hast du was für mich? Dieses Gör. Friest, sauft auf meine Kosten. Lässt mich nicht schlafen. Und hört nicht und nicht auf, über die Alte zu sodern, dieses Ass. Hätte nicht einmal geteilt. Mit ihrem Onkel. Gar nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn sie es erwischt hätten. Naja, andererseits wäre das vielleicht sogar besser gewesen, weil dann hätte ich jetzt wenigstens nicht diesen Klotz am Bein. Klotz am Bein? War vielleicht besser gewesen, wenn sie es gleich erwischt hätten. Verkauf's doch zum Arbeiten, die Kleine. Ist eh kein Platz da herin. Du sagst es. Entschuldigung, aber ich habe euch ein Gespräch mit anhören müssen. Aber na bitte, entschuldigen Sie, bitte Platz zu nehmen. Sie sind nicht zufällig meine nächste Ex. Die Joey hat die Kartoffeln von mir gekriegt. Ach, wie aufmerksam, da sind Sie ja direkt eine glänzende Partie. Also, wie wär's mit uns beiden? Da wird er nämlich ja gerade so ganz warm ums Herz. Herz! Oh! Was die Frauen immer haben? Bin ich etwa hässlich? Na ja. Oder hab ich mich irgendwo angepatzt? Nicht mehr wie ich. Prost. Aber zu den schönsten gehört er ja wirklich nicht. Schau den Spieler gehen. Und da ist eine Kutsche.
Grüß euch, meine Lieben. Schön, dass ihr es endlich einmal geschafft habt. Grüß dich, Vater. Servus. Dann lass uns doch mal aussteigen, Schatz. Lene, schöne Frau. Ja, Mäuschen, komm. Komm her zu mir. Hallo, Prinzessin, servus. Hörsel, wie war die Fahrt? Ist kein Makel, bin verkappt um 20 Kreuze. Das haben wir gerade gesehen. Marie, bitte kannst du schauen, dass die Kinder da weiterkommen? Danke. So, jetzt gehen wir da weiter. Gut. Gehen wir. Marie, bitte kannst du das ein bisschen beschleunigen? Danke. Mach sie da. Nichts beten. Komm, da gibt's nichts zum Bellen. Weiter. Gehen wir. Hopp, schauen wir mal rein. Hunger, Wurst, alle Fälle. Schön, dass wir es endlich einmal geschafft haben. Das ist wirklich toll. Sehr schön. Okay, hilf mir bitte. Fesch ist er schon da. Ja, was hat er denn angehabt? Einen weißen Anzug hat er. Wunderschön. Wunderschöne Augen. Ja. Den konnte ich mir glatt verlieben. Den kriegst du nicht. Muss was anderes sagen. Ja, das ist Maria, die Gans. Jetzt weg da. Mein Gott. Ja. Na, schauen die hat man wohl, oder? Geh, du, zu einem großen Herrn kannst du da nicht schauen. Maria Monika, was ist denn da passiert? Die ganze Sequenz dunkel. Und verkehrt liegt's drinnen. Na, jedes Jahr passiert das. Ja, aber du mit dem Reden. Hey! Ober da. Erst schlecht. Ober da. Kaum wird's finster, kommen die Rotzen aus dem Loch. Passt schon. Obermenschel, sonst sitzt was. Ich hab nichts gemacht. Sei froh, dass ich dich erwischt hab, bevor du eingestiegen bist. Sonst hätt's was gegeben. Vom Strotter zum Dieb, oder was? Ich wollte nur hineinschauen. Was hast du eigentlich da verloren? Bleibt euch jetzt nicht am Markt umeinander, wenn er zuspürt? Die Schwefelhölzer! Hey, wohin? Erst Julie, wo warst du denn so lang? Ich müsste schon längst daheim sein. Ich bin aufgehalten worden, meine Schwefelhölzchen. Bitte sehr, Prinzessin, deine Schwefelhölzchen. Die besten Schwefelhölzchen zwischen Scheibs und Alaska. Schaust du so? Wollen Sie vielleicht Schwefelhölzer kaufen? Na, leider. Ich kann keine Schwefelhölzer brauchen. Ich würde da gerne so kaufen, aber ich kann nicht. Ich bin sowas von flach. Es tut mir furchtbar leid. Das geht nicht, was soll ich machen? Erbsen kann ich da geben, hin und wieder kann ich da bei Erbsen geben. Aber Sachen kaufen, die ich nicht brauchen kann. Wenigstens eins. Geht nicht, nicht einmal eins. Also geh runter zu den gestopften Schaubs, du was verklopfen kannst.
Und pass auf, morgen ist auch noch ein Tag, außerdem soll es kühler werden. Wirst du sehen, die Leute werden da schon was ankaufen. Und wenn der Willi deppert werden soll, dann mache ich mit deiner Hölzern Feier unterm Arsch. Hey, Victor, Mensch! Oh! Oh, ruhig, oh! Kutscher, was ist los? Ja, Mensch, ist ja eh nichts passiert. Wollen Sie vielleicht Schwefelhölzchen kaufen? Ja, Mädel, geh heim, es wird doch gleich finster. Na los, fahren schon. Ja. Der Schuh gehört jetzt mir, den bekommst du nicht mehr. Ich bin hier nicht nachgelaufen. Ich bin gekommen, weil die Lady oben gestorben ist. War ich da, nicht sie war da, ich war da. Aber schnell, wollen Sie gar nicht so aufbrüllen. Das gibt's ja gar nicht. Ja und? Soll ich mich nicht aufregen? Was soll ich denn? Sie sollen sich gar nicht aufregen. Sie sollen sich um die Joey einmal kümmern. Die hat ja eh niemand mehr. Was hast denn du da, Schätzchen? Würde die mir ein paar Schwefelhölzer abkaufen? Ich bin nichts. Wow, bist nicht heim gleich kalt ist. Sehr interessant, ja, aber was meinst du denn, ob das wirklich rausspringen würde? Ne? Unglaublich, ein Wahnsinn, diese Frau, ich liebe sie. Magst du vielleicht auch einen Haxer? Die Gans schaut aber lecker aus. Ein sündteres Stück, ich sag's dir. Marie? Naja, das Beste ist nur gut genug, ich danke Ihnen, nicht so viel. Jesus, das Kind hat doch noch was aufgegessen. Komm mal, ich verzeih dir. Das Geschenk! Jetzt ist ein Geschenk. Du kannst das nicht lassen. Das darf man drinnen lassen. Soll ich dir helfen? Ja. Also Franz, was hältst du jetzt von meinem Vorschlag? Das bin ich groß überrascht. Du weißt schon, schau mal, Franz, du weißt, ja, es sind die Wiederwahlen wieder angesagt. Ich glaube, das ist ein Thema, gell? Na, reiß es einfach auf. Eine weitere Idee. Das darf einer so passen. Ja. Aber bevor mir hatsch, natsch, natsch, Mädel, hatsch, natsch, natsch. Los, mit lieber Weiber, hatschen und die Kinder klatschen, klatschen, hatschen, natsch, natsch, natsch. Latsch, latsch, latsch. Lass mal lieber die Weber ratschen und die Kinder gatschen, gatschen. Komm her, mein Bub. Schön, schön. Da, du. Da, nein,
halt ein bisschen. Oh, das ein bisschen. Das kann er nicht. Die Julie ist immer noch nicht da. Macht er sich keine Sorgen? Macht sie sich keine Sorgen über meine Sorgen? Lass sie meine Sorgen sein! Gut. Aha. Das ist ein Argument, da das sagen. Unsere Sorgen machen Prost. Das sind nicht unsere Sorgen, oder? Ja, ist möglich. Sag dir mal, heißes Essen. Vielleicht ist auch schön warm. Eck hat's das auch. Ja, aber es ist trotzdem immer so kalt heute. Ich sag dir wirklich was. Komm schon, Joel. Wir gehen rein, da ist wärmer. Windling. Angenommen. Nicht das schon her. Was hab ich? Ich hab die Joel draußen gesehen. Weißt du, was ich verbrochen hab? Ich bin doch der sich wirklich nur kümmert. Und was kann ich dafür? Was kann ich dafür? Was? Sag sie mir's. Oder haben sie es angenommen? Ich sind nur ein alter Säufer. Machst du heute nicht, ne? Ich schlafe nicht. Ist ja schon so Immer wenn eine Sternschnuppe vorbeifliegt, hat die Oma gesagt, stirbt ein Mensch. Thank you.
schlafen, Kind. Es ist schon spät. Mama? Mama? Was ist denn? Komm, was habe ich dir gesagt? Du sollst nicht zündeln! Stückerl von dem feinen Ganserl? Schau mal, was wir für dich haben. Was hab ich dir gesagt? Es wird dir nicht wärmer. Joey. Komm her zu mir. Dass du nie auf mich hörst. Oma. Joey. Jetzt bleibst bei mir. Jetzt bist du zu Hause. Tonight.